Denn es geht ums Essen und es geht ums Essen, das nachhaltig für uns alle sein soll. Das Thema Nachhaltigkeit beschäftigt uns bei Simacheck schon sehr, sehr viele Jahre. Corporate Social Responsibility, also gesellschaftliche Verantwortung für die Bereiche Ökonomie, Ökologie und Soziales, sind uns sehr wichtig, weil bei uns der Mensch im Mittelpunkt steht, unsere Mitarbeiter, und wir tun natürlich alles, um diese zu fördern. Ein wichtiger Aspekt, denn viele glauben ja nach wie vor, Nachhaltigkeit ist ausschließlich Umwelt und Ökologie, aber ganz wichtig der soziale Aspekt, natürlich auch der ökonomische Aspekt, aber auch der Umwelt, der ökologische Aspekt. Und jetzt zu Simplifair, also Sim and More, die GmbH bei Sim, bei der Firma Simacheck, die sich sozusagen ums Essen kümmert und vereinfacht. Genau, die gibt es ja schon, genau, die gibt's ja schon seit 2008. Ja. Und jetzt geht man den nächsten wichtigen Schritt. Genau, wir sind gewachsen an der Aufgabe, ursprünglich eben angefangen mit Betriebsgastronomie und Event-Catering und haben eben im Laufe der Jahre festgestellt, dass uns der Nachhaltigkeitsaspekt auch im Catering ganz besonders wichtig ist. Und wie gehen wir das an? Da haben wir gesagt, wir müssen auf jeden Fall eine eigene Marke gründen, einen eigenen Produktionsstandort, dass wir, wenn wir mit dieser Marke in den Verkauf gehen, unseren Kunden, unseren Stakeholdern, unseren Partnern, Lieferanten wirklich auch zeigen und den Beweis geben und transparent sind, hier arbeiten wir nachhaltig. Wir haben Personen, die große, also multiple Vermittlungshindernisse haben, wie zum Beispiel drohender Wohnungsverlust, kein Kindergartenplatz, obwohl gerade hier ein Job ansteht. Und da haben wir gute Unterstützung vom Partnerunternehmen bekommen, auch eben von Sim und More, hier Personen integrieren zu können, wo noch einige offene Probleme sind. Der Nachhaltigkeitsbegriff in der Wirtschaft ist sicherlich ein ambivalenter, vielleicht ganz kurz auch so ein ambivalenter wie meine Rolle hier, denn ich habe eine Doppelrolle hier heute. Ich bin zuerst ein Kunde von der Firma Simacheck. Ich freue mich, dass ich in unserem wunderschönen Kassensaal einmal nicht nur als Gastgeber fungieren kann, sondern auch als Kunde einmal herinnen bin. Und zweitens praktisch Hausherr in der Barber BSK. Und dass die Veranstaltung heute hier stattfindet, hat ja an sich schon eine kleine Nachhaltigkeitskomponente, in dem dieses Haus ja fast 110 Jahre schon dem Zweck dient, den es auch heute dient, mit einer kleinen Unterbrechung dazwischen. Seit 1906 sind nicht wir in Personen, aber ist die Boschstuhlgasse hier und das hat auch schon eine kleine Nachhaltigkeitskomponente. Heute reicht es nicht mehr zu sagen, okay, wir machen ein bisschen was mit Nachhaltigkeit, sondern heute verlangt man schon etwas mehr und es ist sicher notwendig, wesentlich stärker in die Tiefe zu gehen. Das Interesse an Nachhaltigkeit wird immer wichtiger und wir merken das an einem ganz simplen Punkt, die Leserbriefe. Die Leserbriefe, die E-Mails, die Postkarten und die immer noch handgeschriebenen Briefe, die wir bekommen, beschäftigen sich mit Fragen zum Thema gesunde Ernährung. Wie ernähre ich mich richtig? Mein Kind hat Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Was kann ich meinem Kind in die Schule mitgeben? Frühstück, Mittagessen, Jause, Abendessen. Die Schüler wurden motiviert und überzeugt und wir ihnen die Sinnhaftigkeit dessen zu vermitteln. Das heißt, sie sollten wissen, wenn sie eine dreistündige Schularbeit haben, dann sollten sie in der Früh sich relativ gesund ernähren und nicht unbedingt eine Schokotorte zu sich nehmen und der Energieabfall dann relativ schnell wieder einsetzt. Woher kommen die Produkte, woher kommen meine Rohstoffe, wie werden die Waren angeliefert? Das sind Bereiche, die man ganz besonders beachten muss. Im Bereich der Nachhaltigkeit der Tierschutz nicht mehr wegzudenken ist. Ja? Und ein Unternehmen wie Simplifair geht hier einen Weg, den wir natürlich sehr gerne auch als Partner unterstützen, um eben genau eine Hilfestellung zu geben, vor der die Einkäufe von Simplifair sowie auch jede Konsumentin, jeder Konsument im Supermarkt steht. Ja, was nehme ich denn jetzt? So das meiste, was wir konsumieren, kann man aus regionaler Landwirtschaft beziehen, aber eben nicht alles, wie zum Beispiel den Kaffee. Und da ist es so, dass
Das Absurde ist, dass gerade die meisten Menschen, die heute am Abend hungrig ins Bett gehen, nämlich 1 Milliarde Menschen, im landwirtschaftlichen Sektor arbeitet. Und das möchte Fairtrade ändern. Und zwar indem jetzt nicht Almosen verteilt werden, sondern indem einfach gerechte Preise und gerechte Löhne bezahlt werden. Wenn man nachhaltig arbeiten möchte, muss man sich natürlich mit seinen Migranten einerseits auseinandersetzen, man muss sie suchen, muss sie in gewisser Weise auch pflegen. Und ich bin glücklich, dass ich mit einigen Lieferanten schon sehr, sehr lange zusammenarbeite.